Moin Leute, heute mal eine etwas andere Folge bei uns bei Grün-Weiß Schnack, denn ich habe gemeinsam mit Deichdaten so ein bisschen was Statistisches vorbereitet. Das heißt, bevor die Rückrunde startet, gucken wir uns erstmal nochmal so ein paar Zahlen aus Werders Hinrunde an. Gucken wir zunächst mal auf so ein paar Spielerdaten und dann nehmen wir uns einfach mal die Einsätze unserer Spieler und was sehen wir? Werder hat genau 21 Spieler an der Zahl eingesetzt in der Hinrunde. Gerade bei Sargent und Ploggmann kam das sicherlich überraschend, vor allen Dingen beim Torhüter. Bei Sargent haben einige schon drauf spekuliert, ob er in der Hinrunde schon eingesetzt werden könnte. Es waren jetzt schon ein paar mehr Minuten als gedacht. Aber Dauerbrenner sind sie natürlich beide nicht, denn das ist Theodor Gebrselassie. Ihr wisst alle, dass ich so eine kleine Hassliebe zu ihm, mit ihm habe, weil ich halte viel von ihm als Typen. Nur vernachlässigt er halt einfach seine Defensivaufgaben zu häufig. Er hat allerdings alle Spiele über 90 Minuten absolviert, zeigt aber auch ein Problem, das das Team hat. Und zwar haben wir keinen Konkurrenzkampf aus den Außenverteidigerpositionen. Also nicht nur bei Theo ist das so, auch Ludde ist da ziemlich gesetzt. Ansonsten auch klar, Maxi Eggestein, einer der Dauerbrenner, auch bei den Top-Werten dabei. Also er hat sich jetzt wirklich absolut festgespielt dieser Saison. Auch wenn er dann mal so ab Spieltag 12, 13 so einen kleinen Hänger hatte, ein bisschen müde wirkte, ist er unangefochten gesetzt in dem Team. Und eine weitere kleine Überraschung, die gebührt allerdings unserem Routinier Claudio Pizarro. Denn der Peruaner kommt auch noch auf 384 Spielminuten. Ganz ehrlich, wer hätte das vor der Saison gedacht? Für viele war er ja nur als Standby-Profi oder als Stürmertrainer ja geholt worden. Allerdings hat er gerade in den ersten Spielen bei den Einwechslungen guten Impact aufs Spiel gehabt. Aber über 90 Minuten, da durfte er nie ran. Aber bleiben wir ein bisschen bei den Spielerstatistiken und bleiben wir auch beim alten Mann, bei Claudio Pizarro. Denn wenn es um Ein- und Auswechslung geht, dann ist Pizza der Mann, der am häufigsten eingewechselt wurde. 12-mal kam er rein, kam er von der Bank, so oft wie kein anderer. Am nächsthäufigsten sind dann Milot Rashica und Jojo Eggestein mit je 7 Einwechslungen dabei. Also auch nochmal ein sehr, sehr auffälliger Wert, der für den alten Mann spricht. Bei den Auswechslungen führten die Japaner das Feld an. 7-mal wurde Yuya Osako ausgewechselt, aber man muss auch sagen, dass er in 14 von 17 Spielen insgesamt auf dem Platz stand. Alles in allem hat er aber gezeigt, dass er ein Faktor für Werders Spiel sein kann. Es muss aber ein bisschen mehr Konstanz rein. Auffällig sind auch die 5 Auswechslungen von Florian Kainz, denn da muss man auch sagen, dass er nach dem 8. Spieltag ja auch nur noch 2-mal zum Einsatz kam, dementsprechend halt auch in den Spielen, wo er häufig vorher gespielt hat. Ja, eigentlich immer so ein sicherer Wechsel von innen nach außen gewesen. Fällt ein bisschen auf, gerade so, wenn man natürlich das Verhältnis seiner Spielanteile in der Hinrunde sieht. Aber wie sieht's aus mit Toren und Vorlagen? Wenig Überraschung dabei, wer die meisten Tore für Werder geschossen hat. Das ist Max Kruse, 4 an der Zahl. Allerdings auch Maxi Eggestein mit 4 Toren ganz vorne dabei. Allerdings kommt Kruse auch auf 4 Vorlagen. Das macht ihm da sonst kein anderer im Team nach. Zeigt ein großes Problem, das Werder hat. Wir haben keinen echten Torjäger, also keinen, der mal eben so 10 bis 15 Saisontore pro Saison schießt. Also Stand jetzt könnte man meinen, haben wir Nachholbedarf da vorne, aber ich möchte mir trotzdem nochmal Max Kruse rauspicken, denn es gibt eine andere sehr interessante Statistik, gerade weil er von so vielen Seiten so viel Lack in der Hinrunde abbekommen hat. Und zwar ist Max Kruse Liga-Bester, wenn es darum geht, wer die meisten Torschussvorlagen absolviert hat. Also wenn seine Kollegen da ein bisschen treffsicherer gewesen wären, hätte er auch noch deutlich stärker bei den Scorern dastehen können und er ist ja auch da in prominenter Gesellschaft, also mit Spielern wie Kimmich, Max oder eben auch Hazard. Nur mal auch so ein bisschen als kleiner Wink an Leute, die häufig dann eventuell nur Zusammenfassung sehen oder auch nur die Tor- und Torraumszenen bewerten. Also drumherum passiert auch noch eine Menge und na klar hatte Max Kruse einen Hänger, aber gerade hinten raus hat er auch wieder gezeigt, wie wichtig er war, vorne auch. Dementsprechend seid ein bisschen nachsichtig mit unserem Kapitän, denn er hat einfach große Qualität und das zeigen auch einige statistische Werte. Wenn auch leider nicht die ganz wichtigen, wenn es dann um die Tore geht. Aber jetzt auch mal was zu Werder als Verein, denn was man an den Ballbesitzstatistiken sieht, ist, Werder ist wieder ein Team, das gerne den Ball hat, gerne das Spiel machen will, allerdings immer noch ein bisschen mehr Lösungsansätze braucht. Denn wir haben es halt häufig schon erlebt in der Hinrunde, da hatten wir viel den Ball, aber wir haben halt nicht immer die besten Ideen gehabt. Also nur Bayern und der BVB haben im Schnitt wirklich mehr Ballbesitz als Werder und auch die Eintracht, wie man in der Statistik sieht, ist ein gutes Beispiel dafür, dass Ballbesitz nicht auch gleich unbedingt Siege bedeutet. Man sieht zwar schon, dass die Teams mit mehr Ballbesitz insgesamt mehr Punkte geholt haben als die Teams mit weniger Ballbesitz, aber wie gesagt, die Frankfurter zeigen das Gegenteil.
Auch die Leipziger kommen mit einer durchschnittlichen Bilanz mit sehr, sehr vielen Punkten weg. Häufig geht es also auch eher darum, wie gut du im Umschaltspiel bist. Und ja, Werder hat ja auch schon gemerkt, dass sehr, sehr viel Ballbesitz nicht unbedingt immer Erfolg verspricht. Denn den Höchstwert, den gab es zwar gegen die Düsseldorfer und da auch ein 3-1, aber in drei anderen Spielen, wo man über 60% Ballbesitz hatte, hat Werder verloren. Stuttgart, Leverkusen und Mainz. Also das waren halt Spiele, die natürlich komplett unterschiedlich verliefen, aber die auch nicht unbedingt alle verloren hätten werden müssen. Und wir müssen auch noch auf eine andere Werder-Bilanz gucken, denn nachdem Kofeld 17 Heimspiele in Folge nicht verloren hatte, hat man zu Recht von einer kleinen Heimmacht, von der Festung Weserstadion gesprochen. Das ist allerdings so ein bisschen abhanden gekommen, denn nach der Niederlage in der Liga gegen die Leverkusener gesellten sich noch ein paar Niederlagen mehr dazu, sodass die Heimbilanz nach der Hinrunde eher durchwachsen ist. 3 Siege, 3 Unentschieden und 3 Niederlagen macht Platz 11 der Hinrunden-Heimtabelle. Dafür war man dann auswärts in der Tabelle ein bisschen besser. 3 Siege, 4 Niederlagen und ein Unentschieden machen da Platz 7. Und last but not least unsere Gegentore. Auffällig dabei, Werder kassiert sehr, sehr gerne um die Halbzeit herum, also in Minute 30 bis 45 oder ab Minute 45 bis 60. Gerade in der zweiten Halbzeit oder früh in der zweiten Halbzeit haben wir ja schon häufig so einen kleinen Genickschuss bekommen. Da kommt man natürlich auch als Fan so ein bisschen motiviert aus der Kabine, gerade wenn erste Halbzeiten ungünstig liefen oder wenn man denkt, hey, wir haben das Spiel vollkommen unter Kontrolle. Und dann kommt so ein Nackenschlag und das muss Bremen irgendwie abgestellt bekommen. In der ersten Halbzeit ist es wenigstens noch so, dass Werder auch selber häufig trifft in Minute 30 bis 45. In der zweiten Halbzeit ist das Verhältnis aber absolut negativ. Dementsprechend, ja, da muss halt einfach wirklich deutlich gestärkt aus der Kabine rausgekommen werden. Allerdings schaffen es unsere Jungs auch wirklich viele späte Tore selbst zu erzielen. Auch eine Qualität, eine gute Qualität, die Punkte gebracht hat. Bestes Beispiel, diesmal halt auch hier die Frankfurter, wobei es für die dann ein bisschen negativer ist als halt die vielen Punkte mit wenig Ballbesitz. Aber das war einfach mal so ein kleiner Blick auf Werders Zahlen. Mich interessiert natürlich, ob euch auch so eine Folge mal mit so ein paar mehr Fakten, mit so ein paar mehr Statistiken interessiert. Da kann man sowas in Zukunft vielleicht noch ein bisschen öfter machen. Haben euch irgendwelche Statistiken überrascht? Schreibt es gerne in die Kommentare, auch ob euch die Folge gefallen hat. Danke auch nochmal an Deichdaten für die schicken Grafiken. Ansonsten Leute, gerne abonnieren, liken und alles Mögliche reingehauen. Bis dann, ciao.